Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von uns. Wir haben uns gedacht, da unser letztes Halloween-Kostüme-Testen-Video so gut angekommen ist, dass wir noch weitere Dinge testen. Ihr könnt uns die verrücktesten, die coolsten Sachen, die ihr euch selber bestellen wollt, alles schicken. Schickt es gerne Jamie oder mir per DM auf Instagram, also folgt uns auch sehr gerne. Und dann testen wir vielleicht eine weitere Kategorie. Heute testen wir... August, Herbst. Herbstsachen. Ja, so, so Sachen, die im Herbst und der anstehenden Winterzeit das Leben so ein bisschen mehr cozy machen. Ja. Ihr könnt natürlich auch gerne eklige, lustige, schreckliche, tolle, schöne, alles mögliche. Also es müssen nicht nur cozy, tolle Sachen sein, sondern auch eklige, stinkende. Also das würde mir sehr gefallen. Ah, okay, ja. Also ihr könnt auch einfach so verrückte Sachen machen. Ja. Oder sagen, ey, bitte schenkt euch gegenseitig die peinlichsten Sachen. Also solche Sachen. Oder testet diesen Shop aus, da kann man, keine Ahnung, Latex-Klamotten. Nein. So, wir fangen an. Warte, aber ich bin auf dieses Video gekommen, weil mir jemand von euch nämlich eins der Gadgets geschickt hat und gesagt hat, Sonny, bitte teste das. Und dann war ich so, wow, ich bestelle jetzt einfach ganz viele Sachen, die ich mir schon immer mal irgendwie holen wollte, aber dann irgendwie nie gemacht habe, weil ich irgendwie zu geizig war oder dachte, das ist unnötig. Und heute testen wir, ob es das Geld wert ist. Auch das Gadget, damit will ich anfangen. Das ist auch das Gadget, was mir eine liebe Followerin geschickt hat. Das ist ein... Aroma Diffuser Rain Cloud Humidifier 7 Colors Nightlight. Also ich stelle mir das so geil vor, weil Leute, wir schlafen so oft mit Regengeräuschen ein. Und das macht halt selber so Regengeräusche. Ach, das macht auch Geräusche. Ja, es macht ja dieses Regen. Oh, so richtig, so echte Regen. Ja, es tropft so richtig halt mit Wasser. Raus. Boah. Hoffentlich. Next Level. Und Manual. Es kann Nachtlicht sein. Also ich glaube, es ist richtig cool, wenn es... Also das war auch, es hat, glaube ich, ungefähr 50 Euro gekostet. Ich blende es euch jetzt mal hier ein. Und ich hoffe, es war sein Geld wert. Ein USB-C-Kabel, es ist sehr modern. Übrigens, kurz kleines Announcement. Ich weiß nicht, ich schreibe immer Werbevideo bei diesen Testvideos hin, wenn ich euch Affiliate-Links in die Infobox tue. Und weil wir eben schon mal dabei sind, ich trage gerade einen Unfollowed-Pullover, den Rave-Pullover in Größe S. Freunde, der ist wirklich extrem oversized geschnitten. Hinten noch mit den coolen Augen. Wow. Ja, ich sag das, weil About You macht gerade einen 50% Sale und wir haben gesagt, wir nehmen auch daran teil, weil ich euch einfach eine Freude machen will. 50%? Ja, krass, ist ja die, ne? Die Hälfte. Ja. Deswegen, ich glaube, der kostet jetzt unter 30 Euro. Schlagt auf jeden Fall zu. Das ist eins meiner absoluten Lieblingspullover und es wird langsam auch endlich kalt genug dafür sein. Ich hab's ausgepackt. So sieht's aus. Es sieht irgendwie anders aus als auf der Verpackung. Warte, hier ist der Pilz. Ach genau, okay, ja, deswegen, ich wollte gerade sagen. Ja, da ist der Pilz. Ja, okay, der Pilz. Und wir haben sogar eine coole Fernbedienung dazu. Werbung für das Realität sagt auf jeden Fall... Ja, wenn das leuchtet, wird es wahrscheinlich Ich finde es sogar cool, dass es nicht blau ist. Ich hatte voll Angst, dass es blau ist. Okay, können wir mal die Anleitung lesen? Wo macht man da Wasser rein? Muss es dauerhaft an einem Kabel sein? Ja, ich denke schon. Okay, warte mal. Ach, ich habe die Anleitung weggeschmissen. Guck mal, es hat ein Rain and Mist Mode, ein Rain Mode und ein Mist Mode. Weil das kann auch die Luft diffusen. Das heißt, es kann auch Geruch verbreiten. Krass. Aber ist das Luftbefeuchten auch? Ja, der Humidifier und Alter. Diffuser. Cool. Ich habe extra ganz viele Aroma-Sachen geholt, aber das kommt dann gleich im Test. Ey, da bin ich so gespannt, Leute. Was denn? Ich hab doch gesagt, du hast da was Grünes. Da hast du vorhin gesagt, so, nein. Ich dachte, du hast mich gefragt, ob du da was Grünes hast. Nein, du hast da was Grünes. Nein. Max. Ah, man darf Wasser nur bis zur Max-Linie. Mhm. Zur Maximilian-Linie da reinfüllen. Mhm. Okay, wollen wir das jetzt... Ich organisiere ein lang genuges Kabel. Und ich mache da Wasser rein zu Max. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Ich habe jetzt ein bisschen weniger als Max. Ich habe eine Powerbank geholt. Wir müssen das irgendwo hinstellen, Schatz. Willst du das? Nee. Können wir es neben mich stellen? Nein. Neben dich? Nein. Neben mich? Ja. Oder da beim Fernseher, auch cool. Gott, hier ist jetzt Wasser beim Kabel. Schatz, da beim. Ja, warte. Aha! Schatz, beim Fernseher ist da, haben wir da Platz? Ach so, ja. Hätte ich da reinschütten müssen? Ja. Spaß. Nein, ich glaube, da unten ist richtig. Oder du hast es komplett kaputt gemacht. Das hier braucht eine Batterie. Okay, ich hole eine Batterie. Gibt's hier keinen Anmachknopf? Doch, da vorne. Wenn das Ding geil ist, verlose ich sowas an euch. Das könnt ihr mir aber glauben. Moment of Truth. Boah, hier gibt's ganz viele Sachen auf der Fernbedienung, die man machen kann. Okay. Nein, erstmal anmachen. Den mache ich hier mit. Ja, so toll. Warte, ich mach mal hier. Das muss, glaube ich, echt eine Schwatte. Ja, jetzt. Oh, wow. Sieht man es in der Kamera? Ja, ein bisschen. Es ist rot auf jeden Fall. Es fängt an zu tropfen. Oh, es tropft. Mach mal näher ran. Man sieht es nicht wegen den Lichtern hin. Wow. Warte.
Warte, also ich das hier, nicht warte. So. Ah. Oh. Ich kann hier verschiedene Farben. Oh, das, oh, es kommt Rauch raus. Vorsicht, wir sitzen genau unter dem Feuermelder, ne? Ja, egal, das ist ja nur so Luft. Okay. Oh, ich kann machen, dass die... Okay, ich kann Rain. Ich bin echt gespannt auf den Regengeräusch. Mist. Das ändert sich nichts. Mal Rain mehr. Ich hab keinen Plan mehr. Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Sorry. Jetzt habe ich es angemacht. Ah, warte. Ich habe wieder die Kontrolle. Okay. Ich mache doller Regen. Wow. Wie toll. Es muss mehr regnen. Ich mache Maximum, das ist Maximum Regen, glaube ich. Ja, ist schon angenehm. Aber dieser Motorgeräusch. Ich glaube, man sieht es nicht wirklich. Doch. Man hört dieses Motorgeräusch. Ich finde es trotzdem, es wird trotzdem, wenn alles ruhig hier ist. Warte, können wir das mal kurz irgendwo abstellen? Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte es mir irgendwie anders vorgestellt, dass es sich noch mehr anhört wie Regen. Das ist ja, als würde jemand pissen und dazu irgendein Motor. Also nicht beeindruckt? Jetzt sei mal ehrlich, guck mal, wie es sich anhört. Stell dir vor, du würdest zu schlafen, das hört sich einfach nur an, als würde ein Wasser antropfen. Als würdest du pissen. Es war mir klar, dass es nicht... Ich dachte irgendwie, es ist so wie in so einem Regenwald. Ich weiß nicht warum. Also ich glaube, ich würde es, werde es sehr, sehr mögen. Man kann auch Timer dran machen. Das ist nur, das ist 4, 6 oder 8 Stunden. Jetzt mache ich mit Mist wieder mal volle Pulle an. So ein Mist. Ach, da gibt es Aromen dazu? Naja, das ist ja ein Diffuser. Da kann man eigentlich mal Aromaöl reintun. Oh Gott, nicht, dass du uns vergiftest hier. Das war der erste Diffuser. Er kriegt von mir gerade eine 7, 6. Ja, von mir eine 7,5. Ich finde es sehr toll. Also ich hätte gedacht, das ist eine 10 erst, aber... Wenn da jetzt ein Geruch noch rauskommt, ist geil. Ich finde irgendwie süß, dass es ein Pilz ist. Ich mag ja Pilze. Ich finde, die Lichter sehen auch schön aus und so. Dieses Tropfen, das finde ich schön. Das ist natürlich, dass das nicht, jetzt nicht einen Regenwald ersetzt. Ist doch eigentlich klar. Ja, jetzt ist es klar. So es ist wirklich wie so ein Brunnen, wie so ein, weißt du, wie so ein Steinding, was man sich holt und so runterklatscht. Und bevor wir jetzt zu den Aromen kommen, die wir testen, das sind nämlich nicht irgendwelche Aromen, die man so kennt. Kannst du dich ein bisschen, oder ich komme zu dir. Das sind nämlich nicht irgendwelche Aromen, die man so kennt, so Zitrone, Lavendel, sondern ich habe richtig besondere geholt, da riechen wir jetzt dran. Oh. Beziehungsweise wir testen zuerst den zweiten Diffuser, den ich geholt habe. Ach, es gibt noch einen? Es gibt noch einen, und zwar ein... Tischfeuerdiffuser. Ach, das Feuerding ist auch ein Diffuser. Also stand da auf jeden Fall. Ich bin Auspacker. Ich weiß nicht genau, ob ich schwarz oder weiß genommen habe. Es sind beide Farben auf der Verpackung. Ja, das funktioniert, ja. Ich weiß nicht genau, es war auch nicht so günstig. Wenn das funktioniert, das ist auch eins meiner Traumteile, weil ich liebe Feuer. Ich dachte zuerst, es ist eine Soundbar. Es gibt davon super viele verschiedene Optiken, aber ich fand das am cleansten und am schönsten. Das war jetzt nicht das bestbewerteste, muss ich dazu sagen. Das war das Hübscheste mit Abstand. USB-C, woo! Da kommt Flammen raus. Ah, es wird wie in Österreich der sein, dass da Dampf rauskommt und die angeleuchtet werden und es aussieht wie Flammen. Oh mein Gott, wenn das funktioniert, dann heule ich. Hier ist auch eine Anleitung dabei. Hier ist auch. Aromatherapiemaschine, siehst du, mit Aroma. Ich hab doch nicht was dagegen gesagt. Der Wasser einfach safe hier rein. Meinst du? Hier ist auch wieder Max Line, kennen wir wieder, die Maximilian-Linie. Wie beim anderen. Okay, einfach Wasser da reinfüllen, bis zu der Linie. Ja, ich verstehe die Anleitung nicht, die ist nämlich komplett auf Chinesisch. Okay, und ich bereite wieder die Powerbank vor. So, Freunde, wir sind im Wohnzimmer angelangt. Und platzieren das jetzt mal hier auf der Kommode. Okay, das war schon sehr funky. Weil in Österreich hatte unser Hotel auch so Kamine, natürlich in viel größer. Wo dann auch so Rauch rauskam und die so orange, gelb. Aber es könnte, das dauert ein bisschen, glaube ich. Man hat hier auf jeden Fall auch einen Timer. Eine Fernbedienung gab es dazu nicht, oder? Ach, Manu, warum funktioniert das nicht? So, ich gucke mir gerade die Anleitung an. Ja, dann werde ich sehr schlau draus. Yeah! Ach, haben wir es nicht richtig runtergeklappt? Nee, das ist noch ein anderer Knopf hinten dafür. Oh, cool! Wow! Ich bringe euch mal ein bisschen näher. Wow, also das ist schon echt cool. Man hört es halt auch wieder, der Motor ist schon sehr doll. Ja, man hört den Motor. Es sieht nicht wirklich aus wie Feuer. Also auf der Kamera sieht es tatsächlich richtig krass aus wie Feuer. Guck mal, wie es in der Kamera aussieht. Boah, krass. Aber in echt, nicht. In echt sieht es nicht so aus. In echt sieht es einfach aus wie Dampf und ein roter... Und es ist voll laut. Und es ist sehr laut. Also hier in der Kamera sieht es richtig aus wie Feuer. Ist echt lustig. Ja, also jetzt, ich sag ehrlich, also wenn das jetzt nicht laut wäre, würde ich es noch okay finden. Mhm. Aber das heißt, das ist ja ein Motor. Aber es riecht gut, oder? Hast du da irgendwas reingemacht? Okay, das war ein kleiner Fail, finde ich. Also ich habe es mir besser vorgestellt. Es geht. Ich würde sagen, wir haben zwei neue USB-C-Kabel. Nein, wir schicken den zurück.
Den Pilz auch? Den Pilz nicht, den behalten. Ah, okay, gut. Ja, das Feuerding. Ja. Also es war cool, aber es war sehr laut. Ich glaube, dass ich jetzt was freigeschaltet habe in meinem Kopf, dass ich so einen richtigen LED-Kamin will. Boah, das wäre so cool, wie in Österreich. Aber weißt du, was wir auch machen können? Wir können auf diesem Fernseher, den wir nie benutzen, einfach immer ein Feuer anmachen. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Natürlich, ist er viel cooler. So viel cooler. Leute, ich habe schon so eine kleine Heizdecke, die kann ich euch auch mal verlinken. Ich liebe sowas. Da habe ich mich im Winter immer drauf gekuschelt und da kann man, die kann man halt in die Steckdose tun und sich warm machen. Und vor allem, wenn ihr irgendwie einen Schlafpartner habt, der eine ganz andere Temperatur braucht als ihr, kalt, ist das ganz gut, weil dann könnt ihr Fenster drauf trotzdem aufmachen oder so. Das wäre so toll, wenn das neue Produkt, das ist jetzt nicht das neue Produkt, aber das, was wir euch gleich zeigen, wenn das funktioniert, ist mein Leben gerettet. Genau. Weil ich liebe es kalt. Wie gesagt, das ist auch gut gegen, also das ist auch gut, wenn ihr irgendwie schnell einen kalten Popo kriegt oder so, könnt ihr euch einfach da draufsetzen auf eurem Stuhl. Liebe ich. Und jetzt kommt's, Freunde. Wenn das cool ist, dann boah. Fühlt sich auf jeden Fall irgendwie hochwertig an. Also die hochwertigste Verpackung bisher. War es teuer? Ja, glaub, weiß ich. Also ich glaube für eine Decke schon, aber das war ein Angebot. Also, das war im Angebot. Also ist nicht irgend so ein komisches Wish-Ding. Nee, es war im Angebot. Es ist von Heated Blanket Bed Sur. Ich also finde, dieses Bed Sur kennt man irgendwie, diese Marke. Also ist schon so was richtig Anständiges, nicht so Wish. Ich hoffe. Es ist eine richtig fett beheizte Decke. Boah. Und es gab voll viele Farben. Ich hoffe, ich habe jetzt beige ausgewählt. Augen zu. Oder braun. Beige oder braun. Augen zu. Was wär scheiße? Schwarz. Und grau wäre langweilig. Tada! Beige, ja. Wow, die ist wirklich sehr schön. Muss man sagen. Und man kann die auch waschen. Das wow, fand ich gut. Guckt euch die mal an, wie die glänzt. Wow. Oh, die sind voll... oh, sorry. Oh, hier sind die Kabel dazu. Ui, die riecht aber wie Sekundenkleber. Oh, ja, wirklich. Die riecht wie Sekundenkleber. Ach, guck mal, und auf der anderen Seite ist sie weiß. Oh, guck mal. Stinker. Sehr stinksau. Aber die ist wunderschön. Und vor allem man von fühlt beiden aber Seiten die Kabel da drin, das muss man auch dazu sagen. Hier, fühl mal ja, hier. Ja, stimmt. Man fühlt ja schon die Kabel drin, also es ist nicht kuschel pur. Aber die meinten, man kann die waschen, glaube ich. Ja, vielleicht muss man die Kabel dann rausnehmen oder so. Doch, wir haben noch nie eine Decke von uns gewaschen. Wir gehen einfach vorsichtig. Doch, ich lösche voll auf die Decken. Echt? Ja. Ich habe letztens erst eine gewaschen. Oh. Ich bin hier Waschmeister. Okay, wir kuscheln uns da jetzt gleich ein. Sag mal, als ob man die waschen kann. Das glaube ich auch nicht. Mit so einem Ding dran, das ist unmöglich. Außer, also man kann das auf jeden Fall abschrauben hier. Vielleicht kann man das abschrauben. Warte, was steht denn hier? 30 Grad. Nicht bei hilflosen Personen verwenden. Nicht bei was? Hilflosen Personen. Ich benutze es gern bei hilflosen Personen. Wir kuscheln uns jetzt ein. Soll ich es anmachen? Ja, bitte. Stufe 4 einfach. 5, 6, 7, 8. Mal hoch einfach. Das höchste, was geht? Ja. Stufe 8. Ne, 7. Hey, sag mal, hack. Ups. Okay. Okay, jetzt warten wir. Wird schon warm? Ich schon, oder? Ja? Ja. Dass du auch, die wird jetzt so viel wärmer? Wird die ja noch. Wollen wir einfach kurz mit dem nächsten Produkt weitermachen und gucken, wie weit die Decke dann ist? Ja. Als nächstes habe ich ganz viele Aromen, yeah, die uns vielleicht so einen weihnachtlichen Touch geben. Ich habe nämlich ganz coole, also das ist noch relativ normal, das sind Sorking Woods Essential Oils. Also das sind, die riechen so nach ganz vielen verschiedenen Hölzern und auch so nach Tannenbaum. Boah, und geil. So. Boah. Das finde ich, glaube ich, richtig cool. Dann habe ich einmal Christmas Düfte und Coffee Shop, übertrieben geil. Geil. Und Halloween. Buh! Oh, die wird auf jeden Fall wärmer. Wie cool. Okay, Coffee Shop's offen. Bin sehr gespannt. Riecht man da schon was? Weiß ich ja nicht. Uiuiui, okay. Also wir haben einmal Blueberry Pancake, Hot Chocolate. Ja, was hat das mit Kaffee Coffee zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. Coffee, French Vanilla und Kaffee Latte. Wir machen mal Coffee. Lecker. Oh, ja. Das kann geil riechen. Oh. Also die alle zusammen haben sehr komisch gerochen, aber ja, ich glaube irgendwas die einzelnen, ich will das jetzt testen. Oh, die ist richtig warm jetzt. Ja. Aber die wird, glaube ich, noch wärmer. Hoffentlich. Boah, hier, fühl mal hier so. Ich das ist von da. Hier schon. Boah, das ist krass. Echt cool. Wie cool. Während Jamie da alles anstellt, öffne ich mal Christmas. Christmas könnte auch richtig geil sein. So krass, wie man jetzt so im Herbst auf einmal wieder in diesem Modus ist und im Sommer hätte man einen schon damit ein bisschen jagen können. Also mit Kaffeegeruch nicht, aber so Hot Chocolate Geruch oder so, da wollte man lieber so frische Blumenwiese, Meeresrauschen. Also die riechen auch ganz schrecklich beim Aufmachen. Wir haben hier Apple Cinnamon Eggnog. Nein, Eierlikör. Eierlikör. Candy Cane, Gingerbread, Christmas Wrecked und Christmas Wrecks. Wrecked. Wrecked. Was? Wrecked. Wie wird das geschrieben? Wrecked.
Wreath. Das ist echt ein komisches Wort. Kannst du es nicht? Nee, ich kenne ihn nicht. Ich riech mal dran. Ah. Ja, ich habe gedacht, das ist was zum Essen, da war es kurz verwirrend, aber das riecht nach so einem, nach diesem Strauß, der auf dem Tisch liegt. Doch, das könnte geil sein als Aroma. Oh, das ist toll, das Ding. Ich will auch Gingerbread, darauf habe ich mich gefreut. Gingerbread riecht gut. Gingerbread. Gingerbread? Das ist das Größte. Ui, 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 ui. So viele, cool. Was sind da so für Bäume? Also, da sind Cypress. Pine. Oh, Pine ist bestimmt so geil. Oh, Black Spruce. We have some. Guck mal. Sandalwood. Das riecht einfach nach einem Parfum. Zeig mal. Also riecht lecker. Ja, ich glaube, das könnte, glaube ich, da drin so richtig. Da habe ich hab's schon rausgehauen. We have Sandalwood. Teakwood. Was habe ich? Teakwood. Frankincense. Leather. Rosewood. Boah, Leather. Leder. Hey, nicht so dunkel werden, Kamera. Riecht lecker. Ja. Cedar. Cinnamon. Oh, wow. Cinnamon. Hä, ich dachte, Pine riecht wie so eine Tanne. Tut es auch, wirklich. Black Spruce, das ist doch wie eine Tanne. Nein, Pine ist wie eine Tanne auch. Das hast du jetzt nicht rausgerochen. Stell dir. Du musst dir da was dabei vorstellen. Sag mal. Riecht nach Baumharz. Oh ja. Nein. Du musst es dir dabei irgendwie okay, vorstellen. Okay, stell mir die Tanne vor. Stell es dir vor. Das nee, ist dieses Weihnachtsding hat mehr danach gerochen. Ich will das jetzt reinmachen. Warte. Ich mach das jetzt rein. Erstmal machen wir Halloween-Geruch. Okay. Pumpkin Pie, Snickerdoodle, Caramel Corn, Candy Corn, Apple Cider und Caramel Apples. Wow. Ich will mal Apple Cider riechen. Ich will Pine gleich reinmachen. Oh, wow. Oh mein Gott, unsere Wohnung wird so gut riechen. Oh, die wird so in Weihnachten so. Man kommt hier rein und. Boah, wie warm die Decke ist. Boah, geil. Das ist echt. Oh, fühl mal hier. Wow. Boah, es ist, als hätte sie ewig in der Sonne gelegen. Wie krass. Okay, ich glaube, jetzt kann man es ausmachen, ne? Ja. Krass, ey. Boah, also Decke, Empfehlung, 100%. Ist voll lecker. Ist schon sehr lecker. Und Snickerdoodle. Ja, gleich. Ja, okay, mach schon mal rein. Aber wie denn? Wie viel? Keine Ahnung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das wird bombastisch. Das wird bombastisch. Oh, ich riech's. Lecker, ich riech's. Krass, ne? Ich hatte meinen Diffuser, da hat man gar nichts gerochen, aber der ist ja super. Boah, siehst du, riechst du, kannst du es jetzt rausriechen, dass es das ist? Nee, jetzt riecht es einfach nur nach Creme. Es riecht doch nicht nach einer Tanne. Doch, komplett. Man muss schon mit viel aber Vorstellung. Es riecht mega lecker. Es riecht extrem gut und ich rieche es raus, dass es so eine Tanne ist. Wir hätten die Weihnachtstanne nehmen sollen, dieses Wreath. Langsam, also die ist absolut mein Favorit. Das ist das Geilste, was wir hier haben. Ja, die Heizdecke. Ja, die Heizdecke ist auch geil. Jetzt gucke ich mal. Oh, das Plätschern ist toll. Ja, es wird sehr schön. Okay, Leute. Wir haben hier noch ein Gadget, danach werde ich immer ganz oft gefragt. Das habe ich auf jeden Fall von Depot. Und das sind so... Depot. LED-Kerzen, die man auch mit Fernbedienung anmachen kann. Die Fernbedienung habe ich jetzt hier gerade runtergeschmissen. Macht man die einfach an. Das war so ein 5er-Set, glaube ich. Und die sehen einfach übertrieben real aus. Auch sieht so man die. Gut? Ja. So. Und die stelle ich immer einfach irgendwie in meine. Und die bewegen sich so auch, Vitrine. Oder? Ja, also das. Die bewegen sich nicht, aber die sind extra so ein bisschen schief und ungerade. Und die flackern so ein bisschen. Die flackern so. Also die sehen schon, wenn die etwas weiter weg stehen, echt gut aus. Ja, deswegen habe ich mich immer gefragt. Das finde ich jetzt auf jeden Fall auch ein Herbst-cozy Must-Have für Leute mit Katzen oder so. Ist das auf jeden Fall ganz wichtig, ne? Keine echten brennenden Flammen. Und die haben ja auch echt gut so Wachs ein bisschen. Genau, von außen fühlen die sich so an, sehen auch aus wie so eine Wachskerze. Es fühlt sich, ist doch irgendwie Wachs, glaube ich. Es fühlt sich übelst, es ist Wachs. Ja, glaube ich auch. Man kann hier reinkratzen. Ja. Guck mal, ich habe es am Fingernagel ein bisschen. Ja, ist Wachs, gut. Alter. Voll cool. Das ist krass. Ja. Falls es die von Depot nicht mehr gibt, verlinke ich euch auf jeden Fall ähnliche, wo ich glaube, dass die so ähnlich gut sind. Und einmal mit Fernbedienung, die Reichweite ist auch gut. War's das jetzt schon? Ja. Oh nein. Bitte Leute, schreibt mir in die Kommentare, es ist echt toll, Sachen zu testen. Schreibt, was wir noch testen sollen, zu welchem Thema, vielleicht auch irgendwie crazy Weihnachtssachen oder noch mehr Wintersachen. Schickt mir auf jeden Fall alles, wo ihr irgendwie zu geizig seid, das zu bestellen und zu testen. Wir werden das für euch tun. Falls es sowas wunderbar Tolles ist wie diese Nachtlampe, vielleicht findet ihr auch noch andere Diffuser, die irgendwie ein bisschen crazy sind oder cool. Darüber würden wir uns, glaube ich, gerade sehr freuen. Ja. Wir haben richtig gemerkt, dass wir da into it sind. Yeah. Ja, oder noch so andere Kamindinger oder so. Yes! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!